Feinde haben es gewagt, mich, den Kaiser dieses Reiches, zu ihrem Angriffsziel auszuwählen. Eine kleine Schar der feindlichen Soldaten konnte hier auf Kilroa gefangen genommen werden. Sie hatten noch keinen größeren Schaden angerichtet. Ruhe! Dass sie in den Kaiserpalast eingedrungen sind, war doch eine reine Verzweiflungstat. Die unbehaarten Affen schlagen jetzt blindlings um sich, da sie wissen, dass sie endgültig besiegt sind. Ihr Volk ist von ihnen zutiefst enttäuscht. Ich schlage vor, dass wir darauf verzichten, diese Lebewesen einem Verhör zu unterziehen. Sie gehören dir, mach mit ihnen, was du willst. Desintegrieren ist die gerechte Strafe. Meine Brüder, bitte beruhigt euch wieder. Sie sind keine Krieger. Nur Versager, sonst nichts. Unter ihnen ist ein Wesen, das würdig ist, wie ein Krieger behandelt zu werden. Es wird von allen Angel genannt. Immer noch aufsässig, Major Devereaux? Wenn wir Ihrer Gattung eine friedliche Koexistenz mit uns anbieten würden, stößt das sicher auf Ihre Ablehnung. Jeder weiß, dass die Kilrati so etwas nicht dulden. Richtig. Und jetzt, da sich das Blatt zu unseren Gunsten gewendet hat, ist Ihre Trotzhaltung eine pathetische und völlig unsinnige Geste. Sie langweilen mich, Monsieur. Desintegrieren Sie mich, behandeln Sie mich wie meine Kameraden. Desintegration, das ist nicht das, was wir für Sie bestimmt haben. Sie erwartet ein völlig anderes Schicksal. Die Menschenfrau kann anscheinend nicht einschätzen, welche große Ehre ich ihr zuteil werden lassen will. Ich weiß, dass sie als Kriegerin äußerst tapfer ist. Und ihr Gefährte ist das Herz des Tigers. Mögen Sie in Frieden ruhen. Frieden. Haben wir nicht schon verlernt, was das ist, Paladin? Ja, das fürchte ich auch, mein Junge. Zuerst die Tiger's Claw und jetzt das. Schluss damit! Die Katastrophen waren nicht deine Schuld. Du wirst der Einzige sein, der das denkt. Hier ist Colonel Christopher Blair, Meldung an Admiral Tolvan. Das Wrack der Concordia ist vor der Mistralküste auf Vespus geortet worden. Schadensbestimmung. Totalverlust. Es ist kein Lebensinhalt, nach der Anerkennung dieses Mannes zu gieren. Hat man was von Angel gehört? Nein. Ist das die offizielle Version? Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet. Verzeihung, Sir. Sagten Sie auf die Victory? Leiden Sie inzwischen etwa unter einem Gehörschaden, Colonel? Nein, Sir. Ich kann es nur... Die TCS Victory ist ein hervorragendes Raumschiff, das lange für die Konföderation geflogen ist. Ja, es kann auf eine lange Dienstzeit zurückblicken, Sir. Sie haben zu akzeptieren, wohin Sie abkommandiert werden. Natürlich ist mir klar, dass die dortige Unterbringung nicht ganz dem entspricht, was Sie gewöhnt sind. Nein, Sir, es liegt mir fern, Ihre Anweisungen... Die Victory wird enorm davon profitieren, einen Geschwaderkommandanten mit Ihrer Erfahrung zu bekommen. Vielen Dank, Sir.
Aber könnten wir nicht wenigstens klären, jetzt, wie es... Jetzt, da wir die Kilrathi verjagt haben, sowohl aus dem Gardell als auch aus dem Morpheus-System, kann ich es mir guten Gewissens leisten, sie auf die Victory nach Orsini zu schicken. Ich versuche Ihnen damit nur klarzumachen, dass sich unsere Lage verbessert hat. Die Konföderation hat in letzter Zeit große Fortschritte gemacht. Sie dürfen wegtreten. Sir, was wird aus meinem Antrag? Ah ja. Ihr Antrag war etwas überraschend für mich. Wie Sie wissen, erhalten nur diejenigen über Colonel Devereaux Auskunft, die informiert werden müssen. Ihr Shuttle wartet bereits auf Sie. Ja, Sir. Trotz neuerlicher Verluste in mehreren dicht bevölkerten Sektoren sind die Konföderationssprecher dafür, dass die Menschheit weiterhin an ihrer galaktischen Auseinandersetzung mit den Kilrathi festhält. Wir können beweisen, dass man Meldungen über feindliche Angriffe sowie über zivile und industrielle Verluste in eigenen Lagern einfach unter den Tisch fallen lässt. Wir wissen, dass es Pläne der Konföderierten gibt, die die Evakuierung der Erde betreffen, um damit die Existenz der Menschheit in einer anderen Galaxie zu sichern. Die Frage ist nur, wer darf mit und wer wird zurückgelassen? Die allerwichtigste Frage aber ist, wer entscheidet darüber? Willkommen auf der TCS Victory, Colonel. Danke, Captain. Man nennt sie inzwischen Schrotthaufen, Sally. Es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, Chris, die Pflicht ruft. Auch wenn ich es vorziehen würde, mit dir über die alten Zeiten zu plaudern. Danke, Hobbs. Wir unterhalten uns später. Schon gut, ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie ist keine Concordia. Die Concordia existiert leider nicht mehr. Ja, was für ein Verlust. Es tut mir leid für Sie. Wie dem auch sei, jetzt gehören Sie zu meinem Schiff. Und ich erwarte, dass Sie sich jedes Mal die Füße abstreifen, wenn Sie es betreten. Ich habe den Großteil meines Lebens auf der Victory verbracht. Ich war auf dem ersten Flug als Kommunikationsoffizier dabei. Nun, Sir, ich gebe zu, dass ich mich auf diesen Einsatz nicht gefreut habe, aber jetzt, da ich weiß, dass ein so erstklassiger Pilot, die Royal Gunner Harless, zur Crew gehört... Ah, Hobbs. Ja, er ist mein Stellvertreter. Wieso fliegt er nicht? Es war sein eigener Wunsch. Ich weiß alles über die Heldentaten, die er gemeinsam mit Ihnen vollbracht hat, Colonel. Aber hier ist keiner bereit, mit einem Kilrathi in seinem Geschwader zu fliegen. Er ist der Beste. Sein Ruf ist ausgezeichnet. Ist das hier überhaupt nichts wert? Er hat es selbst so gewollt. Captain Eisen, ich will Ihnen nichts vorschreiben. Es ist Ihr Schiff. Aber ich bestehe darauf, dass Hobbs sofort wieder auf die Pilotenliste gesetzt wird. Das ist sehr ehrenwert von Ihnen, Colonel. Aber wer... Ich, Commander. Ich fliege mit ihm. Er ist der beste Kampfpilot, den ich je hatte.